Klein maar fijn gaat zeker op voor het historische en pittoreske stadje Bad Wimpfen. Gelegen tussen Heidelberg en Heilbronn is dit een charmante tussenstop op weg naar het zuiden van Duitsland. Deze local vertelt je alles over de historische hoogtepunten van deze plek. Mijn naam aus der Stauferzeit is Hermann von Ehrenberg en mijn vrouw dat is die Sigrid von Ehrenberg. Ich stelle zusammen mit meiner Frau und meinem Hauptmann der Wache, stelle ich Leute aus der Stauferzeit nach. Das war im 12. Jahrhundert, da hatte Wimpfen seine Blütezeit. Hier in Wimpfen gibt es die größte Pfalz nördlich der Alpen. Was ist eine Pfalz? Früher zu der Zeit der Staufer gab es noch keine Burgen. Da haben sich die Kaiser und Könige sogenannte Pfalzen gebaut. Und da gab es eben den Palas, da wo der Kaiser oder König dann letztendlich auch seinen Amtssitz hatte, wenn er dort war. Mein Lieblingsplatz ist die Bank hier vor dem Roten Turm. Wenn man da drauf sitzt, dann hat man einen wunderschönen Blick über das gesamte Neckartal. Und ein besonderes Kleinod ist das Fachwerkhaus am Anfang der Hauptstraße. Das hat wunderschönes fränkisches Fachwerk und es ist ganz toll anzuschauen. In Bad Wimpfen haben wir noch sehr viele alte, schöne Fachwerkhäuser. Sei es mit dem fränkischen Fachwerk oder das alemannische Fachwerk. Es ist von allem was geboten. Und wir haben auch hier in Wimpfen das älteste Fachwerk in ganz Deutschland. Man hat letztens bei Renovierungsarbeiten Balken gefunden von 1391. Wenn man Bad Wimpfen besucht, sollte man auf jeden Fall den Blauen Turm besuchen. Der ist über 50 Meter hoch. Und das Besondere daran ist, seit dem Mittelalter wohnt dort immer ein Türmer. Und seit einigen Jahren auch eine Türmerin. Und die Türmerin, unsere Türmerin, die Blanka Knodel, die muss man unbedingt mal besuchen und sich von ihr was erzählen lassen. Das ist ungeheuer spannend. Besonder an Bad Wimpfen ist ja nicht nur, dass wir die tolle Altstadt haben, sondern wir leben ja mitten in einem ganz tollen Urlaubsgebiet. Wir haben hier den Neckar, wir haben Jagst und Kocher, da kann man toll Kanu fahren. Wir haben hier einen Radweg, 120 Kilometer nach Heidelberg. Das heißt, man kann hier ganz, ganz viel unternehmen. Das ist der große Vorteil an Bad Wimpfen. Und in 10 Kilometer Umkreis haben wir noch ein Besuchersalzbergwerk, die größte Science Center in Deutschland und eine große Greifvogelwarte. Also es ist für jeden was geboten. Wimpfen ist eine Stadt, die hat Herz, die ist liebevoll und zum Wohlfühlen. Kommen Sie vorbei und lassen auch Sie sich begeistern.